Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 im Singleplayer auf der Hillsview Farm. Ja, unser Dräger ist jetzt hier gerade repariert und getankt. Da können wir einen Anhänger wegstellen. Ich hatte gerade noch überlegt, ob wir eventuell doch mit dem Glas das Ganze mähen, aber nee, das muss der LKW irgendwie packen. Wir werden das hier mit unserem John Deere mähen, das Gras in unser Feld. Wie gesagt, wir haben ja gesehen, dass dort wieder Blumen drin sind, das heißt zweite Erntereifstufe, deshalb können wir das mähen. Und das andere sollen mal die unter sich klären dort, ne? Dass sie den Abbau so richtig beschäftigen. Aber der fährt eben, ja, es wird zu Standzeiten kommen, klar, aber immer und trotzdem wird es immer noch schneller gehen, als wenn alles der Ideal preschen müsste, ne? Das geht schon noch schneller, ne? So, wir werden das wieder so machen wie beim ersten Mal, dass wir eben hier unsere Bahn eben durchziehen, ne? So gut wie geht natürlich, ne? Wir müssen bloß aufpassen, wir haben wieder 3 Meter Arbeitsbreite, ne? Müssen wir mal abhängen. Und mal anhängen, dann erkennt es, dass wir bei 9 sind. Ich weiß, man könnte das noch ausfahren, aber wir lassen es bei den 9. Nicht, dass wir hier irgendwo dann noch womöglich hier Flurschaden anrichten, ne? Indem wir was von unserem Feld wegmähen. So, wir haben keinen Zugang. Da wir ja mit Erhans Vehikel mähen, ist es ja kein Problem, eine Reihe auszulassen. Oder mit Unterstützung von Erhans Vehikel. So, wie sieht es hier aus? Die machen dort noch einen gruseligen, also die großen noch so dahin, ne? Aber hier ist eigentlich voll, weil der blinkert. Oh, ne, halt. Wenn, dann müssen wir auf der Straße wenden. Eigentlich wollte ich fast gar nicht so weit fahren, aber gut. Zu spät. Ich denke mal, 2 Bahnen werden wir schon noch machen hier, an der Seite dann lang.
So, wenn wir vorne anheben. Hinten genauso. Zu früh rumgeknickt hier, aber es passt schon noch. So, und die Bahn rückt zu, die fahren dann mit GPS nochmal oder mit der Hans Vehikel, wie auch immer. Ups, das war ungünstig. Na komm, zieh's wenigstens durch. Schon drei Blümchen hier stehen lassen. So, wir haben mal ja einfach runter. Hier um den Baum kommen wir nicht lang. Da haben wir ja beim letzten Mal auch nicht gemacht. Das werden wir auch diesmal so machen. Indem wir bloß so weit fahren, wie es geht. Und dann halt von der anderen Seite. Also drüben kriegt man doch, glaube ich, bloß eine Reihe runter, oder? Waren das auch so anderthalb? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. So, das schauen wir mal. Genau, hier sehen wir ja schon, bis wohin wir mähen können. Wir können ja maximal eine Bahn runter mähen. Das passt sogar hier mit dem
Mit 9 Meter Aufteilung, das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ah ne, wir haben es ja verschoben. Doch, wir haben ja 9 Meter mehr an der Kante lang gemäht, ne? Dann müsste ich eigentlich das hier noch alles rausziehen können, oder? Ui, wir nehmen Hafer mit. Immer noch, ne? Ne, eigentlich kann es nicht sein, es steht noch Gras da. Was mich ein bisschen wundert, dass da oben keinerlei Meldung kommt, ne? Der wird noch nicht einmal abgebunkert hier. Oh, wir haben keinen Zugang. Da sind wir zu nah dran, oder? Aber wir machen es. Wir werden uns von der Seite vortasten. Glaube ich besser so. LKW kommt zurück. Mal gucken, wo er hinfährt, ob wir es mitkriegen. Der biegt doch gerade ein hier. Genau. Ach so, das ist jetzt wieder der Effekt, weil wir das ja nicht gekauft haben, ne? Naja gut, hat man ja gesagt, machen wir auch erstmal nicht, ne? Zack, einmal wenden. Na, gerade noch so hier auf die Spur drauf gezogen.
Ja, das geht noch. Das müsste so passen. So, dann müssen wir drüben noch ein Stückchen, dann haben wir aus ringsherum alles gemäht. Liegen wir auch recht gut in der Zeit, ne? Wir könnten jetzt noch mal gucken. Bewegt es sich jetzt zu denen? Ja, sieht so aus, ne? Hier geht es natürlich auch bloß bis zum zweiten Baum. Ne? Erst kommen wir noch vorbei, können wir bis hochfahren. Aber die Tour runter zu fangen wir ja unten an. Vorne muss ich doch erst anheben. Viel zu viel Schwung bergab hier. Ui, das könnte sein, dass da zu weit draußen liegt. Das werden wir erleben. Mich muss man mit dem Schwarter holen. Ziehen wir es rein. Also er fährt wieder, es klappt schon. So, wir fahren mit ihnen erstmal ja 1%. Ne? Tja, fällt 13, 50% ist natürlich der Kupper, ist nicht der Drescher. Ne?
eine Werkstatt. Ich will doch nicht hier drunter fahren. Ja, zwei Bahnen waren vorgewendet. Ja, wie gesagt, einmal hoch und jetzt ist er runter. Das ist eben die Frage, wo hat denn sich der LKW wieder hinter den Drescher geklemmt schon? Ja, aber er unterstützt ja trotzdem was. Also wir machen jetzt den zweiten Abfahrer. Theoretisch könnte man das auch machen. Weil wir könnten mit den kleinen Klaas dann morgen in der Folge Ballen pressen. So, haben wir jetzt das Gewicht hingefeuert gehabt. So, dann wird das ein Drescher-Abfahrer. GW-Elevator verkaufst du. Wo klicke ich denn drauf? Noch richtig drin. Und hier fällt 7. Ne? Dann kann ich los. Und ich würde sagen, wir holen uns dann unsere Presse und werden dann morgen sicherlich ein paar Ballen pressen. Und wir gucken mal, wie dann hier das weiter vorwärts geht, weil der LKW, der klemmt schon wieder unter den Drescher hier drunter. Also, dran. Ist schon gar nicht verkehrt mit dem zweiten Fahrzeug. Also ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wer möchte, sehen wir uns morgen dann hier zum Montag 16 Uhr wieder. Bis dahin und tschüss.